Hier, mein Cringe Date. Ich habe es noch nicht reingezogen. Soll aber schon cringe gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, ja. Alter, wenn man die beiden schon sieht, cringe. Du bist sehr hübsch, super! Ih, unangenehm. Ih, Mädchen, man rülpst einfach, wie ekelhaft. Krieg ich Mod? Ja, kriegst Mod, alles gut. Ich sehe gut aus. Ich sehe gut aus, okay, es geht klar. Kette weg! Keine Kette ohne Kette, okay, keine Kette. Sie kommt, wo kommt sie? Woher? Fahr jetzt los, oh Gott. Soll ich eine andere Hose anziehen? Also, ich finde die geil. Nee, ich hol eine andere. Ich hol eine andere. Sebastian, Chat, ich bleib kurz hier. Oh, da kommt der Kellner. Oh, der Kellner. Deutlich besser, oder? Hat keinen Kontrast, finde ich schon. Nein, was denn? Guck mal, es ist eine Anzugshose. Zieh die Schuhe an. Dann hat's Kontrast. Ja. Hast du ein Hemd für mich, Max? Ein Hemd? Ich zieh nie ein Hemd an. Ja, komm. Beeil dich, okay. Hey, Max. Junge, ich weiß nicht, was das hier wird. Zeig das Hemd. Chat, was sagt ihr dazu? Zieh das an. Chat. Ist gut. Seh ich mich da, Chat? Ihr müsst kurz T-Shirt tauschen machen. Okay. Der zieht das an. Der macht das. Weiß ich nicht. Was ist das? Warte, was sagt der Chat? Ah, weiß ich nicht. Das ist nicht okay, ist das. Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. Ja, ich finde, also, es sieht stark aus auf jeden Fall. Ich finde, also ohne Witz, ne, ich habe Revi, muss ich ehrlich sagen, achso, ich bin immer noch rechts unten, immer noch übel unangenehm, das rechts unten zu sehen. Ich finde, Revi, ohne Scheiß, habe ich immer mega, mega, also unangenehm gefunden, bin ich euch ehrlich, ja. Also Revi schon, fand ich nie krass, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde gerade, also ich finde, er hat eine positive Entwicklung teils durchgemacht, ja. Also mittlerweile kann man sich den schon geben. Danke, Max. Gerne. Ja. Hast du kein anderes dabei? Nee. Warum ziehst du das nicht an? Warum hat er eigentlich immer nur das gleiche T-Shirt an? Das hatte der schon vorhin an in dem Cringe-Clip. Das ist wahrscheinlich. als ob das notwendig ist, ne? Ich finde Augen... meine Freundin hat mir auch mal die Augenbrauen gezupft. Es ist einfach nur ein Schmerz. Ich verstehe nicht, wie man sich das... Also, das ist krass. Augenbrauen zupfen ist unangenehm. Okay. Nächstes Mal ist doppelt hier, ist unangenehm. Hallo! Ja, nur, das will niemand wissen, wie ich da auf dem Date bin. Antonia, hallo erstmal, ne? Schön, dass du hier bist. Setz dich. Thank you. Wie findest du das Setup? Ist gut, ne? Sehr schön. Ja, ne? Hast du gut hergefunden? Ja! Ja. Möchtest du was trinken? Wir haben Wein. Also, Wasser. Ich darf nicht trinken, ich bin doch hergefahren. Hey, du schläfst doch hier, oder nicht? Nein. Geht jetzt schon so schlecht los. Welchen magst du denn lieber, weiß oder rot? Weiß. Dann nehmen wir den weißen mit ein bisschen Eis. Leute, was feiert ihr mehr? Weißwein, Rotwein? Gibt's oder trinkt, dürft ihr Wein trinken? Dürft ihr überhaupt was trinken? Habt ihr schon mal Wein getrunken? Ey, ich bin auch eher für Weißwein, aber wenn ich euch ehrlich bin, ein Federweißer, der ballert noch besser rein. Leute, kennt ihr Federweißer? Ja, also jeder, der Federweißer schön eisgekühlt kennt, Digga, das ist wirklich, du trinkst da, also ohne Scheiß, du kriegst halt schnell Kopfschmerzen, aber das ballert dir halt alles weg und du, das schmeckt einfach geil. Ohne Witz, also Federweißer sieht, schmeckt insane. Folgenderweise läuft das hier heute ab. Wir haben ein Date, ne, quasi. Und Tobi und Julius haben uns Dinge vorbereitet. Robin, auf Zettel. Diese Sachen müssen wir irgendwie mit ins Gespräch einbinden, und so wir pretenden, wir würden uns nicht kennen, ja? Ja. Ein ganz normales Date hier, okay. So, First Date. Und diese Sachen passieren. Es gibt Aufgaben, die wir beide bekommen. Es gibt Aufgaben, die aber nur einer von uns bekommt. Und das kann super unangenehm, aber auch super unangenehm werden. Okay. Ne? Zeig mal, was haben wir da? Ja, Duro. Reserva, super. Ja, spritzig, Leute. Ja, spritzig ist richtig. Klassisch? Nee, also höre ich schon gerne, aber... Ja, das Zeug da rein. Ich mach's sehr gerne. Sehr gerne. Kann ich noch ein paar mehr haben? Ja? Ja. Ist ein bisschen wenig Eis, ja, das muss man schon sagen. Ja, unangenehm. Digga, wer macht Eis in Wein, ist Taran. Das stimmt, also in Wein Eis ist halt wirklich... Ist das eine Todsünde? Würdet ihr das schon sagen? Danke dir. Alter, da wärst du auch gern der Kellner gewesen, ne? Ich bin hingegangen. Wie bitte? Also, ja, 100%, okay, nice. Nice, Leute. Für die Dame. Ist das bitte nur gewesen und nicht Sebastian? Ich immer bei seinen Sätzen. Ja. Ja, und das mache ich halt hier. Ist schön, rein, ja. Ne? Wir haben mehrere Grundstücken. Und was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Ich bin sportlich, ne? Hm? Sport ist mir sehr wichtig. Hast du eine Lieblingszahl? Ja, die 7. Schön. Ja, und du? 3.
13. Warum? Wegen. Weil so. Farbe? Ist blau. Mhm. Aber unangenehm. Also wie gesagt, Sport finde ich halt super angenehm. Digga, wie kratzt der bitte das Zeug auf seinen Teller weg? Ey, ich habe ja Angst um den Teller, ne? Unangenehm. Ist ganz nice. Ist lecker, ne? Ist super lecker. Ja. Was machst du so? In meiner Freizeit? Mhm. Also ich mache OnlyFans. Mhm. Versuch die ganze Zeit Antonias Hand zu halten. Muss Cool. Das ist voll schwer. Wie soll ich das denn machen? Ja. Wie will er das jetzt machen? Ein paar Tage. Ja, ich bleibe ein paar Tage jetzt hier. Und Junge, cringe. Das ist echt angenehm. Genau. Ja. Also dich verletzt da? Hab mich geschnitten heute. Wie ist es passiert? Ich hab das Essen vorbereitet, schön, ne? Ja. Und dann, was ist dann passiert? Ja. Was ist dann passiert? Dann war schönes Wetter heute. Im Pool. Mhm. Und dann relativ viele Wolken, ne? Aber hoffen wir mal, dass es weiterhin sonnig bleibt, ne? Das ist so gut. Rüttel die ganze Zeit mit Absicht am Tisch. Ja. Fackel nicht mehr, ne? Nee, ist gut, ja. Das ist ein Dip à la Elite. Ey, Alter, wenn die Kerze umfällt, ohne Scheiß, da explodiert doch alles auf dem Tisch. Cringe State mit Umut Abi. Das würde ich geil finden, ja. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ah, schau mal hier. Damit es nicht ganz so trocken ist. Mhm. Das ist lieb, danke schön. Wirklich nett. Hör doch mal das Menü. Das, was hier kommt. Die Kerze wackelt ein bisschen, wenn man, ne, so macht. Mhm. Ja. Bisschen unangenehm. Die könnte umfallen. Ich hoffe, dass das Menü dir auf jeden Fall heute schmeckt. Das wird echt ganz cool. Ey, Junge, was ist das hier? Eine abgefuckte Challenge einfach. Das ist aber lecker, oder? Tatsächlich. Das schmeckt echt gut. Ist wirklich. Ey, Leute, also jetzt mal ganz ehrlich. Seht ihr mich da? Seht ihr mich auch in solchen so Cringe States? Ich glaube, also wirklich ohne Scheiß, ich glaube, ich würde wirklich jeden verführen. Weil ich halt echt Profi bin darin. Wäre hilfreich, wenn du nur mit einer Hand essen könntest dann. Okay. Ja. Ich habe keinen Plan, was deine Aufgabe ist, Rivis. Ich komme wirklich nicht auf die Idee, ne? Ja. Rülpste zwischendurch einfach. Ja, das ist jetzt auch eine neue Aufgabe. Mhm. Ja, aber der kann da jetzt die Hand loslassen, oder? Ja, rülpste. Ja. Mit der Kerze ist echt ein Problem hier, ne? Das ist nervig. Das hält sich noch in Grenzen so, aber... Toni, wirklich? Das ist was anderes, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, das war die Aufgabe. Ich hoffe, das war die Aufgabe. Was heißt das? Achso. Nee. Und wie war es bei dir so mit vergangenen Beziehungen? Ja, ich hatte... mehrere Jahre was mit einer Frau, die halt YouTube und Model gewesen ist, ne? Okay. Und die macht jetzt auch OnlyFans. Und ich bin darin. Krass, dass der so von Jody Calusi spricht, ne? Darf ich dich daten? Komm her. Genau, richtig. Das ist ein Vibe quasi. Ein Vibe? Ja. Und genau. Ja, also ich bin jetzt schon wieder was länger Single. Und suche die nächste feste Beziehung. Ja. Ja. Okay, also bist du schon ein Beziehungsmensch? Ja, schon, ne? Ich sag mal so. Ich hatte ja schon den einen oder anderen. One-Night-Stand halt, ne? Hä? Wisst ihr, was ich mich frag? Wo zum Geier sind die Mikrofone? Ey, ich verstehe nicht, wo die Mikrofone sind. No joke, wo ist das Mikrofon bei den beiden? Aber im Endeffekt... Auf dem Tisch sind die ja nicht. Auf dem Tisch? Steht groß eins in der Kerl... Oh shit, das sehe ich doch nicht. Alter, ich weiß nicht, ich gucke extra hier hin und hier hin und ich sehe hier kein Ansteckmikrofon. Wer macht denn da ein... Wer steckt denn das mit einem roten? Wer steckt denn das in einem Mikrofon, was ich auch habe? Wer tut denn da so ein richtiges Mikrofon hin? Ich habe das auch nicht gecheckt. Wex, siehst du? Hä? Alter, das sieht man doch nicht. Krass, Alter. Vor allem so ein übel fettes. Was ist los bei denen? Im Endeffekt. Gib Revi dreimal unabsichtlich einen Tritt. Bin ich dann doch so der Beziehungsmensch. Wie sieht es bei dir aus?
Aua, ich bin auf Mika getreten. Kein Ding. Ja, ich war jetzt länger nicht in der Beziehung, ne? Mhm. Aber ist halt auch manchmal... Aua. Entschuldigung. Ja. Ist manchmal schwierig, was zu finden, ne? Vor allem Dating auf Madeira ist halt... nicht so das... nicht so das Leichteste. Ja. Und also Dating-Erfahrung, deswegen in letzter Zeit ein bisschen mau, aber... Ganz komisch, Leute. Es ist ja schön, dass ich dann hier bin. Ja, ist, ja auch, ist ja ein Zufall, dass... Ja. Schreie Reeft einfach an, wenn es dir gerade am besten passt. Okay, das ist gut. Das ist nice, ja. Ja. Und du wohnst hier auch auf der Insel, ne? Lass mal ganz viel Wein trinken und ich penne doch hier. Ja. Ich war heute schon von Anfang, also am Anfang vom Stream war ich heute schon vom Turnierdreh. Also mein OnlyFans-Dreh. Der Wein ist so gut! Der ist richtig gut, der Wein. Das finde ich schön. Ja. Was ist das für ein Baujahr? Hm? Vor allem, das hören ja auch die Nachbarn, oder? Oder haben die Nachbarn? Weil die sind ja es ist ja draußen. Das hören ja dann auch die Nachbarn, wenn der schreit. Die können eh kein Deutsch. Na gut, also dann geht es auf jeden Fall. Ist doch trotzdem laut, aber... Sind die nicht Nachbarn? Sind die Nachbarn? Quatsch, das ist ein Greenscreen. Sind das Nachbarn? Wer sind dann die... Aber die Nachbarn, die wird... Also haben die Nachbarn? Ja, die werden ja jetzt nicht alleine irgendwo in der Einöde leben, wisst ihr? Juckt ihr nicht, der fährt eh wieder nach Deutschland, okay. Das ist doch... Ach, das ist gemietet gewesen, klar. Kennst du dich mit Wein aus? 2019er Reserva. Mhm. Duro Doc! Maslavia Fina ist ein sehr, sehr guter Wein. Kommt vom Festland hier, nähe Porto. Ja. Ich stream ist und halt dann Dankeschön, Top. Bruder. Ja. Danke. Hast du manchmal Probleme mit deinem Organ, so, dass du lauter wirst auf einmal? Ja. Entschuldigung! Lache die ganze Zeit übertrieben günstig bei Revi sitzen. Ich wollte schon sagen, warum lacht die jetzt, ja? Revi ist so unangenehm einfach. Ne? Ja, du also, bist echt ein guter Typ. Ich zieh mal meine Brille auf. Steht dir auch, siehst auch super aus ohne. Ohne? Du siehst auch extrem gut heute aus. Du bist sehr hübsch heute, bist du sehr hübsch. Das ist schön. Ja, sehr, sehr hübsch doch. Ach du Scheiße. Schön, dass wir beide... Nice, wie du es dir jetzt erst anschaust. Ja, hallo, ich hab ein... Oh, Alter, wie heißt das Ding? Internet Explorer. Also, mittlerweile heißt es ja nicht mehr Internet Explorer, sondern ich wollte gerade sagen Microsoft Word. Microsoft Edge. Ja, den habe ich. Weil wir so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind. Wir haben da einen Vibe. Einen Vibe haben wir! Zusammen haben wir einen Vibe! Ja. Alter, wie sie lacht einfach so stark. Ist sie auf der Insel oder wie sieht das aus? Was da? Ja, bitte. Hier ist jetzt hier ist ja datingmäßig nicht so viel los, oder? Ja. Nee, nicht so viel. Also, wie gesagt, es kommen ja manchmal Touristen, auch so wie du, die vorbeikommen, wo man dann mal so ein ganz klassisches Date wie gerade. Ich hätte noch einen Zwischengang für sie beide. Mhm. Mats, grüß dich, Bruder. Ja. Ja. Also, es ist halt schwierig manchmal mit... Okay, also das ist jetzt für uns. Jetzt müssen wir erraten, was sie jetzt gerade machen. Wir müssen jetzt erraten, was sie machen, was sie jetzt hier machen. Mit Dating hier, aber... Ja. Wenn so Leute vorbeikommen wie du, dann ist es ganz schön. Ja. Und bei dir in Deutschland? Du kommst aus Deutschland normalerweise? Ja, also ich wohne ja normalerweise in Deutschland. In Deutschland wohne ich ja in Köln. Mhm. Und da ist ja natürlich jetzt gerade Lockdown. Voice cracks, wie stark einfach. Ist halt alles irgendwie, ein bisschen, sag ich mal, komprimierter, ne? Da bin ich auch froh hier, dann auch mal im Ausland, bin ich froh, tatsächlich dann auch die Möglichkeit zu haben, jemand Neues kennenzulernen, der vor allen Dingen meine Sprache spricht und mir auch ein bisschen die Kultur hier vor Ort zeigen kann. Ja, Kultur, ich weiß nicht, wie du in den nächsten Wort. Ist das Voice Cracks oder ist das Tiergeräusch? Sieht ja aus, ey, klingt ja wie ein Tiergeräusch. Krank. Ja, stark. Wir können ja mal in den Norden fahren. Oh, der Norden. Der soll super sein. Und an die Ostküste. Was hältst du von Campen? Findest du Campen super? Und an die Ostküste. Nee, du rentest doch eher beschimpfen, oder? Auch schön, können wir auch gerne mal machen. Willst du mit mir zelten gehen? Zelten? Wie ein Schlaganfall. Ich habe ein schönes, großes Zelt, da können wir gerne mal hingehen. Hä? Ah, lol. Ja, ich wurde schon wieder reingelegt von dieser Scheiße. Das ist im Video. Ey, aber das ist ein geiles Format und also wirklich kann ich nur befürworten, es ist halt wirklich mal was Lustiges.
das hat wirklich mal was, was Lustiges. Mal was, was wo man lachen kann. Doch, das geht wirklich voll fit. In aller Dino.